Der ideale Redeeinstieg ist eine Frage. Idealerweise eine Frage, die das Publikum bejaht. Du fragst zum Beispiel, hat jemand hier im Raum schon mal Lampenfieber gehabt? Und dann reißt du den Arm hoch und das Publikum reißt den Arm ebenfalls hoch. Ich kann diesen Einstieg nicht mehr leiden, ich kann ihn nicht mehr ertragen. Alle Leute reißen allerorts die Hände hoch, als wären wir bei einer Sekte. Fang lieber so an, wie es gut zu dir passt. Wenn du humorvoll bist, machst du einen Scherz. Wenn du eine gute Erzählerin bist, erzähle eine Anekdote. Wenn du eher ein Zahlen-, Daten-, Faktenmensch bist, hau einen klaren Fakt raus. Mach einen Einstieg so, dass er zu dir passt und du schnell in deine Komfortzone kommst. So bist du viel authentischer und das ist das, was das Publikum wirklich liebt.